Wait. Henner vor dem Tor. Ein bisschen tricky. Ayi ist da. Naja. Natürlich. Follow me. Toast auf unsere Königin. Ja, ja. Natürlich auch unseren König auch. Hab ich eigentlich irgendwas vergessen? Ich weiß auch nicht, glaube ich. Nee, hier machen wir uns nichts. Ach, gleich kommen wieder diese fliegenden Gremlins. Ja, herrlich. Das kann nochmal ein bisschen schwierig werden. Ich muss versuchen, an ihnen vorbeizulaufen. Da muss ich nicht hoch. Puh. Okay. Das kann jetzt schwierig sein, unter Umständen, ja genau, wenn die mich nämlich gleich zu Anfang greifen. Ich hasse das. Okay, irgendeiner ist gelandet, das ist schlecht. Das war gut. Okay, das war weniger gut. Verdammt. Boah. Ach, das gibt's nicht. Ha, das gibt's nicht, Alter. Ja, okay. Besser ist das kaum machbar. Die kriegen dich irgendwie. Auch wenn du noch so sehr versuchst, an ihnen vorbeizulaufen. Das ist unglaublich, wie die dich kriegen. Na, der hat eh nichts Neues für mich. Kriegen dich. Okay, hier wird auch quasi wieder nur gelaufen. So, am besten so schnell wie möglich, damit das kann weg. Ja, ja. Run, Leon, run! Meine Güte. Ja, jetzt darf ich schon wieder schön Munition verschwenden, außer ich finde einen Weg. Vielleicht einen dieser kleinen Holzbalken mit einem Messer zu treffen, aber ich glaube, das wird nix. Ich glaube, das geht nicht. Kann ich irgendeinen davon mit einem Messer treffen? Thank you.
Was für eine Verschwendung. Solche Passagen sind immer mit der Pistole viel besser. Weil mit der Schrotflinte ist das echt eine Verschwendung. Okay, den vielleicht. Ja, nicht mal das geht. Ach ja, herrlich. Gut, die Maschine ist in Gang gesetzt und die Gegner kommen. Hier sind ein paar Armbrustschützen, das ist weniger cool. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir sind. Hinter mir. Ach, das gibt's nicht. Muss da unten sein, links. Ja. Ich weiß nicht, ob direkt unter mir ein Gegner ist. Gut. Komm schon. Gut. Mann, das nervt, ey. Ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Ja. Und das. Shit, das ist hier weg. Shit. Ach, das gibt's doch. Ach, wie die Gegner immer aus dem Nichts auftauchen. Ich liebe das an diesem Spiel. Quasi aus dem Nichts. Unglaublich. Haha, der trifft mich sogar fast. Alter Schwede-Typ, nicht schlecht geworfen. Die können mich treffen. Trifft der Typ mit dem verdammten Morgenstern mich? Unglaublich. Hätte nicht passieren dürfen. Wird ein Fehler so bestraft. Na, kommt schon. Das heißt, wohl wieder kein Treffer war. Ja. Okay, da ist irgendwas an Munition gedroppt worden. Aber natürlich bestimmt nicht das, was ich brauche. Natürlich nicht. Komm, schieß. Zielen gar nicht so schlecht. Ja,
Oh, cool. Okay. Ich glaube, das waren hier alle Gegner. Ich glaube. Jetzt kommt gleich nochmal ein schwieriger Bereich. Aber da muss ich auch nur durchlaufen. Aber ich muss wohl einen Schuss abgeben, um an den Gegner mit der Bazooka vorbeizukommen. Ah, okay. Es ist viel schlimmer, als ich dachte. Mehrere Typen mit Schild. Ja, Flammgranate. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Wenn ich einen Schuss abgebe. Ja, das wird nix. Ja, das wird nix. Das wird nix. Ach, das ist unglaublich. Das ist unglaublich wieder mal. Okay. Was? Der Raum kommt... Oh, shit. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der Raum schon kommt. Okay. Das ist einer der absolut uncoolsten Räume im gesamten Spiel. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Okay. Oh, Mann. Das kommt jetzt schon? Ach, du meine Güte. Habe ich auch keine Munition? Ich weiß es nicht. Ja, er geht nicht in die Knie. Das ist nicht zu fassen. Der Gegner geht nicht in die Knie. Das hier ist... Oh nein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Cool. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich meine, wenn ich schieße... werfen. Ich weiß nicht, wie klug oder wie dumm das jetzt war. Ich liebe diesen Raum. Ich liebe diesen Raum. Das Wichtigste ist, so viel Abstand wie möglich halten. Ich wollte die Glocke gar nicht treffen. Ja, wollte ich gar nicht. Ist auch egal. Das kann ewig und 3 Tage jetzt dauern. Ich muss leider von so weit weg schießen. Ich riskiere sonst, dass die jedes Mal in meine Richtung laufen. Das ist zum Beispiel uncool, wo der
schwer gepanzert, der sich hinbewegt. Nee, Typ, das ist jetzt nicht so cool, was du da machst. Ja, das ist nicht cool. Shit. Aber er geht zurück. Ich weiß nicht mal, ob meine Munition dafür reicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Oh Mann. Ich muss ihn doch näher an mich rankommen lassen. Ich mache nicht genug Schaden. Ich weiß nicht, ob die darauf reagieren. Hervorragend. Ja, Wartespiel. Das dauert jetzt ewig. Wenn ich keinen Fehler machen will. Mann, der schwer gepanzerte geht immer rechts in den Tunnel. Man will zuerst den Schwächeren von den beiden zur Strecke bringen. Wenn man es auch mit einem zu tun hat, ist das relativ überschaubar. Dann kann man kaum noch sterben, aber sogar dann kann es noch passieren. Ah, verdammt. Dreh dich um. Gut. Ist eigentlich zu dicht an mir dran. Ja, kein Treffer, wow. Genau das wollen wir nämlich eigentlich verhindern. Mann, das nervt. Solange wir an diesem Geländer immer vorbei müssen, so lange hat man die Oberhand. Schuss nicht gesessen hat. Ich muss genauer zielen. Ja, ich wollte beide treffen. Ich habe keinen getroffen. Das ist ja unglaublich. Okay, das kannst du vergessen. Wow, okay. Ich finde Baum mal effizienter. Das war ein guter Treffer. Ja, und genau das willst du verhindern. Das willst du nämlich verhindern. Nein. Ah, nein. Nein, nein, nein. Und der andere von vorn. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Dass ich zweimal nicht getroffen habe, unglaublich. Ja, das willst du nicht haben. In der Situation jetzt willst du eigentlich nicht sein.
Sobald ich laufe, können sie mich hören. Das ist das Problem. Okay. Ach, er bewegt sich weg. Ich glaube, ich werde alles verschießen müssen. Meine Güte. Ich bin wieder in den Tunnel. Absolut uncool. Ach nein, das gibt's nicht. Okay, das gibt's nicht. Ich kann den nicht abschießen, der geht sofort auf mich los. Ich muss immer auf den perfekten Moment warten, quasi. Ja, das reicht mir auch nicht. Der soll wieder zurückkommen. Hier kommen die Treppen hoch. Du willst es doch auch. Wenn ich so stehen kann. Ja. Ach, der geht immer denselben Weg. Das ist unglaublich. Soll ich den sogar zuerst abschießen? Der nervt. Unglaublich. Ich komme an die beiden nicht gut genug ran. Ach, ich hasse den. Ja, jetzt kommt der andere natürlich durch den mittleren Gang hoch. Ja, herrlich. Gut, er dreht um. Wo bist du? Du bist gerade zum Prioritätsziel erkoren worden. Schon wieder. Nee, ne? Typ, andere Richtung. Naja. Guck mal, wie er nicht weiß, was ihn getroffen hat. Er hat keine Ahnung. Mal tanzen wie eine Ballerina kann er.
Das war klar. Manchmal drehen sie auch instant 180 Grad und gerade wenn du schießen willst. Ach nee, ne? Guck mir das nicht an. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Ach nein, das gibt's mal wieder nicht. Ist der andere noch unten? Man will immer einen gewissen Abstand haben. Immer. Sonst können sie auf dich so instant reagieren. Wenn einer jetzt nicht hochkommen würde, hätte ich ihn jetzt treffen können. Nein. Gut. Nein. Schlecht. Der eine kommt wieder hoch. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, ey. Ach, und er macht wieder seine typische Runde. Nee, ich kann nicht schießen. Unmöglich. Jetzt aber. Komm schon, geh nach unten. Nein, Typ, das ist der falsche Weg. Aber der andere kommt immer dann hoch. Ja, ist egal. Okay. Wo ist der eine? Gut, er dreht um. Das war relativ ideal. Ja, verfolgt mich trotzdem bis hierhin. Gut, 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 gut. So, Freundchen, das ging sogar noch. Ich hab das zweimal nicht daneben geschossen. Ich glaube, die Granate gegen die Templar-Granados zu benutzen, war sogar keine richtige Verschwendung. Aber ich habe mir eine Menge an Stress erspart. Oh, verdammt. Ein Treffer von denen kann das sofortige Ende bedeuten. Die können dich in einer Endlos-Kombo oder in einer Death-Kombo quasi, können sie dich halten. Wenn der erste Schlag manchmal trifft, wenn die so absolut durchdrehen. Ganz abgesehen davon, dass sie sowieso Instant-Kill-Moves haben. Aber das ist unwahrscheinlich, dass sich das trifft. Guck, der macht doch einigermaßen Schaden gegen diese Plagas da hinten auf dem Rücken.
Okay. Dürfte mich nicht verfolgen bis hierhin. Oh, okay. Wie schnell die sind. Er kann nicht einschätzen, wo ich bin. Warten, bis er wieder runter geht. Ja, genau. Genau. Viel dürfte er eigentlich nicht mehr einstecken. Gut. Mann, der steckt echt einiges ein. Ich weiß nicht, wo ich bin. Mann, ich sitze schon 12 Minuten an denen. Der Wahnsinn. Kommt hoch. Aber alles andere, aggressiveres Vorgehen ist viel zu riskant. Viel zu riskant. Er kann mich immer noch theoretisch quasi instant töten. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das ist das Problem an diesen Gegnern. Oh, er kommt hoch. Okay. Das habe ich jetzt nicht so gern. Viel kann er nicht mehr einstecken. 2, 3 Schüsse vielleicht? Bin mir auch unsicher. Jetzt schon schießen soll. Ich warte, bis er die zweiten Stufen runtergeht. Gut. Wow, sogar nur ein Schuss. Wow, das ist einer der schwersten Räume mit Abstand im Spiel. Ich glaube, ich habe den noch nie auf Professional beim ersten Mal geschafft, wenn ich nur einen Shotgun oder nur einen Pistol Run Only gemacht habe. Boah. Man zittert echt ein bisschen. Mann, das ist echt anstrengend. Okay. Vor allen Dingen, naja, was heißt anstrengend? Eher nervenaufreibend. Ich glaube, das passt besser. Ach, jetzt kommt Salazars Right Hand off. Leon! Mr. Kennedy! Don't you know when it's time to throw in the towel? Tick. It's a trap! Leon! Yeah, nice try. Satisfying sound of one's impalement.
fall for this old trick. How dare you! No more games! No more games. Kill him! Kill! Ach ja. Quickly! We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive. Ach ja, gegen den ist das auch immer so eine Sache. Immer trifft er dich ganz komisch. Oh, cool. Welcome. Ja, die Fledermäuse irritieren Leon ganz schön, wie man sieht. What are you buying? What are you buying? Nee. Come back anytime. Nö, danke. Ja, gut. Das wird jetzt so eine richtige Richtung angeschickt. Selbst wenn man stirbt, dann ist man wieder hier unten. Na, ist das ja alles gar nicht so schlimm. Oh, cool. Ja, jetzt geht's schon gleich los, soweit ich mich erinnere. Jo. Ja, weil ich natürlich den Strom brauche. Was ist, wenn ich eigentlich zuerst durchlaufe? Ah ne, das wird sowieso aktiviert, sobald ich da hinten den Generator einschalte. Ja, jetzt geht's schon los. Ich glaube, das passiert nur auf Professional, nicht auf Normal. Ist immer wieder ein bisschen irritierend. Dass er einen so früh attackiert. Kann auch mehrfach hintereinander angreifen, so ist es nicht. Cool. 15 Schuss! Okay, ist das normal? Wir wollen ihn nochmal angreifen lassen. Muss ich gleich an ihm vorbeikommen. Was manchmal gelingt, manchmal nicht. Ja, war ja klar. Das war ja klar. Vielen Dank auch, Typ. Vielen lieben Dank. So lange wie möglich warten. Befreit sich gleich ein Stück Stoff. Oh, cool. Run, Leon, run. Wir warten auf ihn.
warten wieder auf ihn. Hat sich befreit. Im Moment kommt er. Oh ja, das ist gut. Er kommt nicht durch die Tür an. Das passiert nur ganz selten, dass die KI es nicht schafft, sofort durch die Tür zu kommen. Ich habe noch niemals so lange gewartet, bis vielleicht der Aufzug tatsächlich schon erscheint, weil dann wäre es super easy, ihm aus dem Weg zu gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich jetzt bedeutet, dass der Aufzug jetzt die ganze Zeit weiterfährt und gleich schon da ist. Ich muss ein bisschen nach rechts gehen, damit er die Tür aufmacht. Warte noch. Ich warte noch. Ja, ich glaube, der Aufzug fährt da nicht weiter. Das muss locker reichen. Okay, holen wir ihn rein. Was ein bisschen riskant sein kann. Ja, komm schon, du hast ja die Tür gerade schon aufgemacht. Was ist los mit dir? Ich glaube, ich muss warten. Ich liebe es, wie schnell er plötzlich läuft. Alter Schwede. Der Aufzug müsste längst da sein. Unglaublich. Ich glaube, das hat gar nichts gebracht. Ha, doch. Tatsache. Wow, okay, das war cool. Okay. Wir brauchten nicht mal das letzte Stickstofffass. Genial. Ach, Krauser wird jetzt vorgestellt. Salazar hat seine Chance. Krauser. Go get a girl. Oh, and dispose of this wine while you read it. Consider it done. Ja, das wird noch was. Das kann ja noch was werden. Puh. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich bin. Ah, hier bin ich. Alles. Ach, der Minenschacht und so weiter kommt jetzt. Ach du meine Güte, ja. Gut. Alles klar. Alles klar. Ja, na vielen Dank. Die anderen beiden spare ich mir fürs nächste Mal auf. Hey, einigermaßen viel Shotgun-Munition. Not too bad. Weil ich weiß, es hier nie was. What are you buying? Ach.
Na gut. Gut, Zeit mal wieder zu speichern. Das lief sogar ganz gut. Es hätte wesentlich schlimmer sein können. Moment. Das lief echt ganz gut. Ja, erstmal tief durchatmen.